Hallo und herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von Kemmerpack. Ich heiße Robert Gülsdorf und zeige Ihnen heute, wie Sie das Umreifungsband richtig in den Umreifungsvollautomat 8601 einführen können. Die automatische Umreifungsmaschine 8601 wurde speziell zur Umreifung von Paketen mit PP-Umreifungsband entwickelt. Sie verarbeitet Bänder in 9 und 12 mm. Zuerst drehen Sie den Hauptschalter auf 1 und warten 2 bis 3 Minuten, bis die Aufwärmphase beendet ist. Dann müssen Sie das Umreifungsband über die Umlenkrolle der Bremse ziehen. Anschließend drehen Sie das Band so, dass die Wölbung nach unten schaut. Führen es durch die zweite Umlenkrolle in die Maschine hinein, bis Sie einen Widerstand spüren. Anschließend drücken Sie den linken Hebel nach unten, schieben das Band noch ca. 2 cm in die Maschine, lassen den Hebel los. Nun ist das Band festgeklemmt. Jetzt können Sie die Taste Reset drücken und das Band wird automatisch in die Maschine transportiert. Wenn das grüne Licht am Starttaster leuchtet, ist die Maschine für den Umreifungsvorgang startbereit. So, noch ein Tipp von mir. Denken Sie bitte an die jährliche Wartung und BGV A3-Prüfung.